Wenn man einer wenige, der uns sehen kann. Und ich meine, es ist kein ziviles Opfer. Er will uns töten, also können wir ihn auch wohl töten. Ausgleichende Gerechtigkeit nenne ich das. Do not park. Doch, ich habe da schon zwei geparkt. So, was krieg ich denn da? Achso, da liegt die Waffe von vorhin. Haben wir hier noch irgendwas? Metallrohr und Benzinkanister austauschen? Nee. So, da haben wir noch die Waffe von dem anderen. Was haben wir hier? Ach, schon wieder so ein Messer. Da vorne stehen die ganzen noch. Und wo müssen wir hin? Wie kommen wir denn da oben hoch? Kommen wir hier zufällig lang? Bestimmt nicht, ne? Ne, wir müssen da außen rum, wo wir vorhin schon waren. Ah, sollen wir denn alle ausschalten hier? Ich weiß gar nicht. Beiden da ist wohl ein bisschen schlecht, wenn die direkt nebeneinander stehen. Hätte ich nur Munition. Da ist er wieder, der hin und her geht. Aber wenn er sich umdreht, dann versuche ich mich durchzuschlawenzeln. Die beiden da können wir echt nichts machen, ne? Nee. So, aber ich glaube, er dreht sich auch gleich wieder um. Er stand da nicht so lange. Genau, jetzt und jetzt. So. Jetzt nur nicht hier entdeckt werden. Schnell hier hinter. Wow! Was war das? Ich will gerade nicht zurückgehen, aber. Ah, das war da vorne, oder? Ah, wo ist es explodiert? Ich will es sehen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich, glaube ich, direkt in die falsche Richtung gedreht. Na, toll. Naja, gut. Wo müssen wir hin? Natürlich an den weit entferntesten Punkt überhaupt. Und da ist er. Guckt jetzt, wo geht er hin? Er geht da ums Auto herum. Die beiden stehen da hinterm Auto. Ich will jetzt hier nicht unbedingt mit Instinkt durchlaufen, sondern eher mich versuchen, ein wenig durchzuschleichen, um Instinkt zu sparen. Was haben wir hier? Ziegelstein. Da ist auch noch einer. Kommen wir nicht ins Haus irgendwie rein? Ich kann man da gar nicht unbemerkt durchgehen. Kann das sein? Also wenn man hier unbemerkt durchgehen kann, dann, und ihr könnt das, dann könnt ihr es gerne als Videoantwort machen. Aber ansonsten, es ist einfach nur ein gerader Schlauch, wo links und rechts Typen stehen und da vorne auch noch, die hier gucken. Das war das Messer, aber das ist auch, glaube ich, relativ leise, ne? So. Ja, ist relativ leise. So, okay. Das nehmen wir uns auch gleich mal wieder mit. Was ist hier noch? Skeg ist verwundet. Ey, der lässt mit Sicherheit eine Blutspur. Ach, da sehen wir sie auch auf der Straße. So, okay, das Messer mal wieder einstecken. Da vorne stehen auch noch zwei. Jetzt kommen die hier alle hier lang. Ich hoffe, sie sehen den Typen da nicht. Okay, zu spät. Seid vorsichtig. Hier wurde jemand umgebracht. Aber ich glaube, wir haben es jetzt weitestgehend geschafft. Und können jetzt hier in den schönen Luftballonladen rennen. Und hier ist überall Blut. Krass. Sind sie misstrauisch. So, naja, es soll uns nicht weiter stören. Wir sind ja am Ziel. So, Skirky, wo hast du dich versteckt? Hä? Und hier ist jetzt keine Blutspur mehr? Ach doch. Nur nicht mehr so viel. Boah, was geht denn hier ab? Menschenskinder. Energie brauchen wir nicht. Ich habe gerade Angst zu laufen, obwohl ich glaube, wir können hier hinterher laufen. Aber ich mag nicht. Na gut, ich glaube, wir sollten mal laufen. Ja, ich glaube, laufen wäre nicht verkehrt. Was haben wir? Hammer, brauchen wir nicht. Und raus hier schnell. Ah, hier haben wir jetzt wieder. Boah, war das gerade laut. Jede Menge Gegner. Ich kann auch nicht lesen, was da angezeigt wurde. Aber wir haben auch noch unser schönes Messer. Boah, ist das hier laut gerade.
das Messer wieder haben. Ach, verdammt. Boah, ist das hier laut. Menschen, ich höre gar nichts. So. Boah, wie viele sind denn hier? Scheiße. Das geht doch nie im Leben gut hier. Ja, das war auch klar. Ach, ey, habt ihr das gesehen, wie viele da kamen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, das ist ja so laut, man hört gar nichts durch dieses, weiß ich gar nicht, was das ist. Naja, ich denke, ihr hört das selber. Okay, was ist hier? Durch die verringerte Sicht, dank des Rauchs, lassen sich die Schützen einfach ab. Toll, ablenken. Wie kommen wir jetzt hier durch? Warte mal. Nee, doch nicht. Verringerte Sicht. Oh, er hat uns schon fast gesehen. So viel zu der verringerten Sicht. So, jetzt sind wir an den beiden schon mal vorbei. Da vorne warten die nächsten. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, ne? Aber ich hoffe, ihr versteht das, weil das ist hier gerade... Kann ich rüber? Ja. Gerade ein bisschen Nervenkitzel. Ich meine, man sieht ja, wie viele übelst bewaffnete Typen hier sind. Das nimmt gar kein Ende. Oh, schnell zurück. Also im Kampf haben wir auf jeden Fall gar keine Chance gegen alle. Wir müssen uns irgendwie vorbeischleichen. Okay, wir probieren es einmal mit Instinkt. Wir haben ja noch Instinkt voll. Dann können wir es ja mal probieren. Vielleicht schaffen wir es ja. So, ich glaube hier vorne müssen wir hin, auch wenn er gerade den Ausgang nicht anzeigt. So. Jo. Gut, so einfach kann es gehen, ne? Sollten wir öfters machen. Okay, weiter geht's. Hier ist überall wieder Blut. Und jetzt sind wir draußen, oder was? Und da steht er. Da ist das Arschloch. Ohne lange zu reden, einfach erwürgen. War das überhaupt? Nur unsicher. Naja. Schwund ist überall. Und den legen wir mal hier fix rein. Und so. Naja. Passiert, ne? Kann man nichts machen. Tut mir leid. Und so. Ich glaube, es war noch nicht hier. Ist Gurke oder wie er auch immer heißt. Hier ist immer noch Blut. Oh, bin ja mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Es wird lauter, man hört schon was im Hintergrund. Schloss knacken. So, wo kommen wir jetzt hin? Rabbit hier. Ich bin am Kontrollpunkt. Positioniere mich bei 45. Ach, wir sind hier, glaube ich, wieder in der Bar, wo wir. Nee. Wo wir zum Anfang schon mal irgendwann waren. Die Scharfschützenagentur hat sich bereits die perfekte Position ausgesucht. Ein Scharfschütze. Boah, hört ihr das? Ist er da oben irgendwo oder was, der Scharfschütze? Mal da drüben, wie es aussieht. Alter, hier geht's gerade richtig ab. Heftig. Hier ist nur einer, ne? Dann komm mal her.
Oh, jetzt hätte ich fast vergessen, ihn ruhig zu stellen, weil ich dachte, ich habe noch das Kabel. So. Okay, können wir ihn nicht verstecken. Ich mag ihn hier ungern liegen lassen, aber ich sehe im Moment nichts. Annäherungsmine. Na, hier können wir ihn verstecken. Jetzt haben wir auch. Boah, jetzt sind wir auch so fett gepanzert. Geil. Jetzt fühlt man sich ja schon ein bisschen unsichtbar. Und ganz ehrlich, wie können sie einem den Outfit enttarnen, ne? Man sieht gar nichts mehr. Außer vielleicht. Warte, ich guck gleich mal. Ja, den Mund ein bisschen, aber. Naja. Ist halt ein Spiel, ne? Ah, hier haben wir Scharfschützen, okay? Sehr gut. Wo ist der Scharfschütze jetzt? Da vorne. Komm, den krallen wir uns doch gleich mal. Mit einem gezielten Headshot. Keiner hat's mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Scharfschütze war. Oh, hier unten sind echt viele schon wieder. Und ich befürchte, da müssen wir mitten durch. Huch, da kommen jetzt welche. Sicherheitshalber wähle ich schon mal die Waffe aus. So. Okay, weiter geht's. Boah, wie oft ich das sag, ne? Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Sag ich hier mal zu hier. Warten wir, bis er weggeht. Oh, die Waffe stecke ich mir lieber wieder ein. Obwohl, ich glaube, das müsste ja hier noch besser getan sein, wenn man mit Waffe rumläuft. Wollen wir wieder mit Instinkt hier durchlaufen? Aber das ist ganz schön weit, ne? Ah, er dreht sich wieder weg. So, kurz Instinkt und hier hinter verstecken. So, hier weiter. Und hier hinter. Boah, das geht echt auf den Instinkt, sich immer zuzutarnen. Und ein Stückchen ist es noch. Da haben wir Geiseln. Oh, ich nehme lieber das Messer mit. Anstatt die Mine. So. Scheiße, der Instinkt. Okay. Dort hinten müssen wir hin. Wo ist denn ein Ausweg? Das geht doch nicht gut. Ah, schnell hier hinter. Und... So, da rein, oder? Ne, hier lang. Gar nicht ins Haus, sondern hier, den Seiteneingang.